Dieser alte Mann steht symbolisch für das Ausmaß der Krise in Griechenland. Seine Rente war nicht ausgezahlt worden. Auch um Menschen wie ihm zu helfen, haben Gläubiger und griechische Regierung in letzter Sekunde ein drittes Hilfspaket vereinbart. Morgen will nun der Bundestag dafür stimmen, dass die Griechen weitere bis zu 86 Milliarden Euro bekommen. Die Griechen? Bei näherem Hinsehen erkennt man, dass der einzelne Grieche von diesem Geld so gut wie nicht sehen wird. Er dürfte vielmehr, jedenfalls zunächst, vor allem die Entbehrungen durch den nochmals verschärften Sparkurs zu spüren bekommen. Wohin die 9 Milliarden fließen werden, das zeigt Michael Immel. Rhodos, Korfu, Santorin, drei von den 14 Regionalflughäfen, die künftig der Flughafenbetreiber Fraport managen könnte. Für die Konzession sollen die Frankfurter gut 1,2 Milliarden Euro zahlen. Mit dem Verkauf würde Athen eine Bedingung für das neue Hilfspaket erfüllen. Das dritte Paket hat insgesamt ein Volumen von 86 Milliarden Euro. Den größten Batzen, gut 54 Milliarden Euro, benötigt Griechenland für Zinsen und für die Tilgung alter Schulden. Diese werden durch neue ersetzt. Die haben lange Laufzeiten und sind lange tilgungsfrei. 25 Milliarden Euro gibt es als Kapitalspritze, um das Bankensystem zu stützen, flankiert von politischen Reformen. Und mit dem Rest sollen offene Rechnungen beglichen werden. Die stapeln sich seit Jahresanfang in Athen. Ist so eine Rettung möglich? Wir fragen drei Volkswirte, was das Programm bringen kann, vor allem gegen die hohe Verschuldung. Mit dem dritten Hilfspaket hat man natürlich auch wieder die Frage ein Stück weit in die Zukunft verschoben, denn die Verschuldung Griechenlands bleibt zu einem großen Teil bestehen. Sie wird verlängert und es hängt jetzt sehr stark davon ab, wie erfolgreich Griechenland wird bei der Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit. Griechenland soll mit Hilfe des Rettungspaketes wieder einen Wachstumspfad einschlagen. Dennoch, es bleiben Risiken. Das größte Risiko ist sicher ein politisches, dass wir doch eine Neuwahl in Griechenland bekommen und im Zuge dieser Wahlkampfzeit dann doch die Reformen wieder in Frage gestellt werden und abgelehnt werden von manchen Parteien. Das würde die Auszahlung des Hilfspaketes wohl stoppen. Und wie steht es um die Perspektiven? Griechenland hat jetzt die Perspektive, dass es neues Wachstum schaffen kann durch die Strukturreform. Es wird wichtig sein, dass all die geforderten Reformen auch ausreichend umgesetzt sind. Die Tatsache, dass Herr Tsipras nicht ausreichend hinter den Reformen steht, macht es allerdings sicherlich nicht unbedingt leichter. Das Geld aus dem Rettungspaket soll diesmal nur dann ausgezahlt werden, wenn Athen Reformen auch umsetzt. Eine erste Überprüfung ist im Oktober geplant.